nächsten Match kommen, muss ich eine kleine Warnung aussprechen. Ich habe Kinder in den Reihen gesehen, das folgende Match. Da geht's Härte zur Sache, es werden Reißzwecken eingesetzt, es kann unter anderem gut zu sehen sein. Wenn ihr gut kurz die Halle zu verlassen, es geht dann wieder mit der normalen Gangart weiter. Und im folgenden Match geht es um Reißzwecken. Amerikaner wird zu sehen sein und ja, es sind die Damen zu sehen mit einer Stipulation, die es so, glaube ich, in Deutschland noch nicht gegeben hat. Das folgende Match ist ein Subtext-Match. Eingesetzt für eine Frau. Kurze Frage an dich. Ja. Oh, da weiß ich, da gibt es jetzt so einige Dinge, die ich hier bedeutet, alles ein Muster, Thumbtacks-Match heißen. Was wäre jetzt gewesen, wenn man es Reißzwecken-Match genannt hätte? Dann hätten wir mehr Buchstaben in der Grafik benötigt. Nicht sonderlich viel. Naja, aber mehr. Wäre das jetzt so schlimm gewesen? Ich glaube, der Grafiker wird nach Buchstaben bezahlt, ich muss ihn mal fragen. Es ist jetzt, glaube ich, sowieso nicht dein Lieblingsmatch heute Abend, weil Christian Großrat hat gerade angekündigt, hat ein bisschen das Publikum gewarnt. Ja. Es könnte sein, dass hier Blut zu sehen wird. Ja. Ihre Gegner. Sie kommt aus Salzburg im Westerland und repräsentiert den Warcheck Club. Hat sie einen Tag-Team Titel hinter mit einem Mitbewerber. Ja, du hast gesagt, es ist nicht unbedingt mein Lieblingsmatch. Ja, also ich bin jetzt keiner von denen, die so sagen, wie das manche tun. Hey, ich will Blut sehen und sowas. Nee, das interessiert mich eher nicht so. Aber mich interessiert ein gutes Match. Und die beiden hier werden uns das sicher liefern. Es gab ein Vorgeplänkel zu diesem Match. Willst du oder soll ich? Oh, mach du ruhig. Kisobambi hat jetzt eine Weile Pause gemacht, ja. Und sie hat dann gesagt, oh, ich habe fleißig trainiert und sie forderte tatsächlich Jeff zu einem Match heraus. Das ist an sich schon möglich. Das stimmt, ja. Und Jesse J kam an und sagte, du, willst du das wirklich? Also sie begegnete Kisha durchaus mit Respekt. Ja. Und das ist ja bei Jesse J nicht immer so. Richtig. Sie lässt ja auch schon mal ordentlich Kraft. Und hat dann gesagt, du bist wirklich, du hast eine Pause gemacht, bist nicht so gut drauf, ich bin richtig gut drauf und jeder weiß, meine Matches sind schon ein bisschen heftig. Mhm. Und Kieser sagte, Moment, ich bin gleich wieder da, kam mit einem Schichtelchen zurück und sagte, Thumbtacks Match. Und das war's. Und da muss ich sagen, das ist schon ziemlich großartig von Kieser Bambi und mutig auch. Ja. Ihr seht, wenn ihr auf die Hände von Steph the Ref guckt, der trägt Handschuhe aus Gründen. Es könnte sein, dass hier dann Reißnägel im Ring liegen. Wie ich das hasse, aus Gründen. Das ist diese Unverbindlichkeit immer. Man nennt keine Gründe mehr. Warum nicht? Ach. Okay. Ja, ich bin immer noch angefangen. Ja, ja, ich merke schon. Jetzt ganz, hat jemand einen Beta-Blocker? Ja, ich nehme einen. Ah, und funktioniert gut, ja. So, Thumbtacks-Match, das heißt, streng genommen keine Disqualifikation in diesem Match. Aber es wird ganz normal durch Pinfall oder Submission entschieden. Es kann natürlich sein, dass hier die Reißzwecken oder die Reißnägel, wie auch immer man es nennen möchte, siegbringend eingesetzt werden. Wie nennst du sie? Reißzwecken tatsächlich, ja. Ist ja schön, dass ich dich nach dem Wort gefragt habe und du musstest erstmal nachdenken. Na, ich habe jetzt erstmal nach einer Situation im alltäglichen Sprachgebrauch gesucht, wo ich dieses Wort überhaupt benutze. Ah, okay. Das ist wahrscheinlich, wenn du Papier an die Wand tackerst. Mhm. So, jetzt wollen wir schauen. Wir kennen Jessie J. Sie ist Championess, den Gürtel hat sie dabei. Ja. Sie ist Tag Team
Championess, das haben wir vorhin gesagt, als Teil des Marschenclubs. Und Kisa Bambi, müssen wir schauen, wie sie jetzt drauf ist. Aber wenn ich mir das angucke, was sie gleich in den ersten Minuten bringt, die ist wirklich wieder gut drauf. Die ist richtig gut drauf, muss natürlich aufpassen, dass er ihre ganze Energie nicht ganz schnell verballert, denn dann ist Jessie J im Vorteil. Und ich möchte sowieso mich ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, Jessie J ist in diesem Match im Vorteil. Denn ich habe bereits ein Thumbtacks-Match mit ihrer Beteiligung gesehen. Das war hässlich und das hat sie gewonnen. Das mal ganz unverbindlich in den Raum gestellt. Es gibt aber auch Menschen, die sind auch ohne Reißzwecken hässlich. Alex, wieso Wonder guckst du mich zum Beispiel? Ja, weil ich mit dir rede. Ja. Ich tendiere dazu, Menschen anzuschauen, wenn ich mit ihnen rede. Bei der Tätigkeit, die wir gerade tun, eher hinderlich. Na, nicht alle. Es gibt so einige Ivy-Wrestler, die gucke ich gar nicht an, weil die mich immer blöd anmachen. Die rede ich nur an. Ja, das Match hat sich nach draußen verlagert. Steph the Ref versucht da ein bisschen Ordnung ins Chaos zu bringen, aber da kann er eigentlich nicht viel machen. Kisa Bambi mit dem Reversal schickt Jessie J in den Ringpfosten. Ja gut, sagen wir jetzt mal ernsthaft, natürlich muss er dabei bleiben, um halt eben auch zu schauen, falls eine der beiden nicht mehr in der Lage ist, weiterzumachen. Das ist ja durchaus möglich. In jedem Match ist das möglich, aber in so einem Thumbtacks-Match erst recht. Es ist natürlich den Wrestlerinnen überlassen, in welcher Art und Weise sie hier die Thumbtacks ins Match bringen. Und das kann sehr kreativ sein. Das siehst du hier. Das ist nämlich ein Alu-Tablett voller Reißzwecken. Ja, aber damit ist gerade wohl noch nichts passiert. Oder doch, jetzt könnte es sein, dass Jessie J den Schlag abbekommt. Jawohl, bekommt sie. Auf die Stirn, das ist ein hässliches Peeling, das Jessie J da bekommt. Aber das ist eigentlich noch zu wenig für Jessie, um sie hier richtig in die Bredouille zu bringen. Ja, das stimmt. Aber da bleibt Kisa Bambi dran. Das Cover. 1, 2, aber Jessie J kommt raus. Also mich überrascht bisher die klare Dominanz von Kisa Bambi. Glaubst du, dass Jessie J sie vielleicht ein bisschen zurückhält und auf eine gewisse Situation wartet? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich glaube, es ist im Interesse von Jessie J, das Match schnell zu beenden. Sie will natürlich, wie du gesagt hast, sie respektieren sich. Sie will natürlich Kisa Bambi auch jetzt nicht zu schnell abfrühstücken, aber... Oh! Was für ein German Suplex. Der war gefährlich. Heieiei. Aber das ist halt eben Jessie J. Ihre Aktionen sind unfassbar präzise und dynamisch. Und jetzt schlägt sie zu. Gefährlich für die Fans in der ersten Reihe. Da ist das Brett mit den Reißnägeln rausgeflogen. Aber vorher ist es im Rücken von Kisa Bambi gelandet. Und das tut richtig weh. Wer sich schon mal versehentlich irgendwie... Jetzt unterbreche ich dich absichtlich. Denn wir sehen hier einen Plastikbeutel in der Ringecke. Und was da drin ist, ist klar. Da sind Reißzwecken drin. Und wir kennen das aus vielen Matches, aus vielen Promotions. Irgendwann werden die Dinger auf den Matten, auf den Ringboden gestreut und dann werden sie benutzt und bleiben stecken. Jessie J holt hier alles raus, was sie unter dem Ring finden kann. Wir haben hier einen Klappstuhl mit Reißzwecken. Wir haben, wie du gesagt hast, einen Beutel mit Reißzwecken. Das Alu-Tablett ist schon einigermaßen verbogen und jetzt... Heieieiei. Ein schöner Fisherman Suplex gegen Jessie J. Kisa Bambi mit dem Cover 1-2, aber hat Steph the Ref sogar auf die Reißzwecken geschlagen und das ist einer der Hauptgründe für die Handschuhe. Ja, du hast es gerade gesehen, Steph the Ref, wenn ich es richtig gesehen habe, hat sogar bis 3 gezählt, hat das aber sofort revidiert, weil Jessie J... die Schulter oben hatte und jetzt kommt der Gürtel mit den Reißzwecken. Meine Güte. Und wir haben es gerade gesehen, Jessie J schon mit einer kleinen Wunde oben an der Stirn am Haaransatz. Das war gleich von den ersten Aktionen. Gut, die beiden haben sich auf dieses Match verständigt. Ja. Kisa Bambi hat es vorgeschlagen, Jessie J hat sich darauf eingelassen. Puh, das wird noch eine harte Nummer. Das Match hat gerade erst begonnen. Sie haben beide den Haftungsausschluss unterschrieben. Sie wissen genau, worauf sie sich hier einlassen. Oh, guter Gott.
Ich habe jetzt nicht gesehen, weil das auf der uns abgewandten Seite des Ringes war, was das jetzt genau für ein Objekt war, aber das hat Kiesa voll auf die Fresse bekommen. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Mund wäre gegangen. Ja, wäre auch gegangen, aber ich passe mich der Situation dieses Matches an. Na, jetzt wollen wir mal schauen. Also, wie du es schon gesagt hast, wir sind jetzt auf der anderen Seite des Rings. Die beiden können wir momentan gerade nicht sehen, weil sie beide auf dem Hallenboden sind. Ja, liebe Zuschauer, ihr habt da zu Hause am PC, auf dem Handy, auf dem Tablet gerade einen besseren Blick auf die Sache als wir. Das bitten wir zu entschuldigen. So, und da sehen wir Jesse J. Und es ist natürlich auch klar, dass in einem solchen Match auszählen nichts bringen würde. Richtig. Denn diese Aktionen sind natürlich doppelt und dreifach hart, eben durch diese Reißzwecken. Ja, und Bambi, die Lokalmatadorin, ist natürlich auch hier die Fanfavoritin. Schöner Suplex hier von Jesse J. Ich gucke immer so ein bisschen auf den Körper der beiden. Also bei Jesse J. sehe ich schon einige, wie sagt man so schön, Hardware in der Haut. Und das von dir hätte ich nicht erwartet. Ja, kannst mal sehen. Eisenwaden. Ja, nee, aber das ist kein Spaß. Also ich wollte es vorhin sagen, wer schon mal so einen Reißnagel oder eine Reißzwecke im Finger hatte, der weiß, das tut richtig weh, das ist richtig unangenehm. Jetzt kann man argumentieren, naja, der Rücken ist ja nicht ganz so empfindlich. Nichtsdestotrotz möchte ich mit den beiden Damen gerade nicht tauschen. Nee, ich auch nicht, wirklich nicht. Und bevor da jetzt wieder die Fans kommen, die da unten, ich bin sicher, wir haben hier schon gerade eine große Aufnahme von unserem Kameramann von Rico bekommen. Das sind echte Reißzwecken. Hier ist nichts gespielt, gefaked oder sonst was. Kein Netz, kein doppelter Boden. Jesse J. auf dem Top Rope, aber Kiesa Bambi. Oh nein! Hi! Oh, was für ein unglaublicher Body Slam! Und Jesse J. landet voll in den Reißzwecken. Und Kiesa Bambi wartet nur auf den richtigen Moment, um zuzuschlagen. Was hat's denn jetzt? Oh! Ein Swinging Neckbreaker. Und da kracht sie auf das Tablett. Dann noch der Sentinel und das Cover. 1, 2, 3. Jesse kommt raus. Und wenn jemand aus so einer Nummer rauskommt, dann ist es Jesse J. Die kennt diese Härte. Was hat die schon für Schlachten geschlagen? Wie gesagt, schon mal ein Thumbtacks-Match. Ein Cage-Match hat die schon gemacht. Und so weiter und so fort. False Count Anywhere. Was hat sie nicht alles schon bestritten? Und hat geglänzt, was jetzt, und das klingt jetzt wahnsinnig chauvinistisch, aber was für eine Frau nicht selbstverständlich ist, in solchen harten Matches sich so dominant durchzusetzen. Jesse J. hängt da mehr in den Seilen, hat momentan keine Möglichkeit, sich gegen Kiesa Bambi zu wehren. Whipping, nein, es wird ein Reversal und damit kracht jetzt Kiesa Bambi gegen diesen reißzweckenbewehrten Stuhl. Fireman's Carry von Jesse J. Samoan Drop in die Reißzwecken, das Cover hinterher. Eins, zwei, drei und das ist der Sieg für Jesse J. Ich lege mich weit aus dem Fenster, Carsten, und sage, einen richtigen Gewinner gibt es hier nicht. Zumindest was die körperlichen Schäden, die körperlichen Verletzungen angeht. Guck dir den Rücken von Jesse J. an. Blut, Reißnägel, die da in der Haut im Fleisch stecken. Also, ich würde es mal so formulieren. Jesse J., die normalerweise in ihren Matches immer die klare Favoritin ist, war es hier nicht. Ich würde sagen, insgesamt die Matchvorteile für Kiesa Bambi. Aber Jesse J. hat halt mit ihrer ganzen Erfahrung, die sie nun mal hat, den richtigen Moment abgewartet, um die entscheidende Aktion zu zeigen. Aber das sind Szenen, die gefallen mir. Mir gefiel das Match, das wirklich gut war. Und mir gefallen diese Szenen nachher noch viel, viel besser. Ja, Respektsbekundung von Jesse J. an Kiesa Bambi, die Umarmung. Und wir kennen Jesse J. lange genug, um zu sagen, das ist nicht selbstverständlich. Kiesa Bambi mit einer respektablen Leistung gegen eine Jesse J., die in solchen Matches einfach, man muss es sagen, aufgrund ihrer Erfahrung den Vorteil hat. Aber das hat sich großartig gemacht, muss sich hier nicht ärgern, darf sich zu Recht von den Fans in Nürnberg feiern lassen.
Wrestling. Running Knee Striker in your face. Ivy Wrestling hat einen ersten World Champion. Versprochen ist versprochen. Wir kehren an den Ort zurück, an dem alles begann. Am 25. März sehen wir uns wieder im Musicom in Amberg. Diesen Main Event wollt ihr nicht verpassen. Ivy Wrestling Live, der erste Geburtstag am Samstag, den 25. März in Amberg. Tickets gibt's ab sofort auf iwiwrestling.de.